auf Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation setzt. Soweit im Kurzen. Danke. Das Ganze mal noch gut löschen. Ich sehe, der Waldemar hat sich schon ein paar Notizen gemacht. Möchte gleich noch mal dazu sagen? Es gibt drei Dinge mehr. Nämlich, unsere Gesellschaft kann es sich leisten, eine soziale Krankenversicherung zu haben. Wir können es uns leisten. Wenn wir uns ansehen, was wir an Kosten investieren, sind sie immer gleichgeblieben. Immer gleichgeblieben. Ja. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Immer zwischen 10% und 11%. Über die Jahrzehnte hinweg. Wir können es uns leisten. Wir haben nämlich kein Einnahmeproblem, wir haben Ausgaben. Ganzheitlicher Ansatz, ein ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast. Ganz, ganz wichtig. Ganzheitlicher Ansatz, den Menschen als ganzheitlichen Ansatz zu betrachten, zu sehen, die Gesundheit dabei zu betrachten. Ganz, ganz wichtig. Den kann ich nur unterstützen. Und was ganz eng zusammenhängt, ist Bildung und Gesundheit. Völlig klar. Das sind übrigens auch die beiden Wachstumsmärkte, die wir haben. Bildung und Gesundheit. Aber das ist wirklich ein ganz wesentlicher Faktor. Bildung und Gesundheit hängen zusammen. Und wenn wir dort ansetzen, wir sind ungefähr 20 bis 25, 30 Jahre zu spät. Wer sich noch daran erinnern kann, wie Seehofer aufgestanden ist im Bundestag, als es um die Gesundheitsförderung ging, das war ein fataler Fehler gewesen, bestimmte Dinge zu bezahlen. Da ging es um den Bauchtanz, wenn ihr euch noch daran erinnert, ungefähr 15 Jahre her, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen diese übernommen hätten. Aber der Ansatz war der richtige gewesen. Nämlich Gesundheitsförderung, Prävention gesetzlich verankert letztendlich in die Maßnahmen, in den Maßnahmenkatalog zu übernehmen. Da ist Seehofer aufgestanden, hat gesagt, hör mal, guck, was die mit unserem Geld machen. Im Bundestag. Leider Gottes sind wir auch nicht aufgestanden, haben gesagt, hör mal, machen wir nicht. Aber da ist das wieder gekippt worden. Und unter Ulla Schmidt ist Prävention und Gesundheitsförderung wieder eingeführt worden. Das muss man dabei wissen. Jetzt steht da jeder hinter mittlerweile, hinter Prävention. Das müssen wir einfach wissen. Das wollen wir mal.